Worte aus dem Psalm 5. Herr, höre meine Worte, merke auf mein Seufzen. Vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott, denn ich will zu dir beten. Herr, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Bittende Worte, bitte um Bewahrung und Leitung. Wenn man die ganze Nacht wach gelegen hat, kein Auge zugemacht hat, weil die Gedanken kreisen und kreisen und kreisen. So viele Sorgen. Wie wird es weitergehen? Wie wird der morgige Tag sein oder der übermorgige? Wie ist das mit Krankheit und Gesundheit? Wie ist das mit allem, was uns beschäftigt? In diesen Tagen, aber auch sonst immer wieder, kennen wir solche Nächte. Nächte, in denen wir von Sorgen geplagt sind. Und dann als allererstes im Morgengrauen solche Gedanken. Gott, früh am Morgen wende ich mich zu dir. In der Luther-Übersetzung, Herr, frühe wollest du meine Stimme hören. Wieder einmal bin ich nicht so ganz glücklich mit dieser Übersetzung. Ja, es ist eine Bitte, aber im Hebräischen ist es ein Imperfekt. Früh am Morgen hörst du meine Stimme, jetzt und immer wieder. Die Bitte, die wir aussprechen, Gott, höre meine Stimme, diese Bitte, sie fußt auf der Erfahrung, dass Gott uns immer wieder hört. Dass er unsere Bitten immer wieder gehört hat und wir darum davon ausgehen, auch jetzt. Und auch morgen wird Gott unsere Bitten hören. Herr, du bist derjenige, der unsere Bitten immer wieder hört. Am frühen Morgen, am frühesten Morgengrauen, zu der Zeit, wo wir noch mit sonst niemandem sprechen, wo alle anderen noch schlafen, wo wir uns nicht trauen, irgendwo anzurufen, bevor wir irgendeinen Menschen ansprechen können, da ist Gott schon für uns da. Er hört uns im Morgengrauen, er hört uns auch in der Nacht und am hellerlichten Tag. Früh werde ich mich zu dir wenden und aufmerken, aufmerksam schauen. Wir wenden uns an Gott, dass er uns hört und wir machen uns auf die Suche nach Gottes Spuren in unserem Leben. Aufmerksam müssen wir dafür sein. Zurückblicken auf unsere Erfahrungen, zurückblicken auf unsere Gegenwart. Gott wendet sich uns zu, aber wir müssen unsere Ohren auch für ihn öffnen.